And it's you that I wanna need. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video und heute gibt es mal etwas Neues und zwar den neuen Spielmodus FootDraft in FIFA 15 Ultimate Team. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt wirklich so viele Kommentare reingeschrieben, dass ich das mal machen soll. Es haben ja auch schon einige deutsche YouTuber und englische natürlich schon lange gemacht und ich dachte mir, ja, wenn ihr das sehen möchtet, dann machen wir das natürlich auch und wenn es euch gefällt, dann machen wir da vielleicht sogar noch ein paar Episoden mehr draus. Ich finde die Idee nämlich richtig nice. Das kann man auch mal gegen andere YouTuber machen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vielleicht schaffen wir 850 Likes für mehr FootDraft in FIFA 15 Ultimate Team. Ich denke mir mal, wir nehmen heute die 4-3-3-4 Formation, aber das können wir ja eigentlich variieren, so wie in dem wirklichen FIFA 16 Modus. Man kann sich da irgendeine Formation aussuchen und dann würde ich sagen, suchen wir natürlich direkt unseren ersten Kapitän. Ich habe so Bock jetzt auf FIFA 16, aber es ist auch nicht mehr lange hin. Die Demo kommt ja auch bald raus und morgen am Montag werden ja die Top 50 Spieler Ratings vorgestellt in FIFA 16, die offiziellen. Da bin ich auch schon richtig heiß drauf, Alter, Jungs. Bin ich echt gespannt drauf, wie die Spieler so bewertet werden und okay, ich würde sagen, wir suchen natürlich jetzt unseren Kapitän. Ich hoffe mal, dass wir einen richtig geilen Spieler bekommen werden. Das wäre übelst nice und wir gucken mal, wer unser Kapitän hier für heute sein könnte. Da haben wir einmal Kevin De Bruyne, der jetzt bei Man City ist, der ja heute ja, den Medizincheck bei Manchester City hat. Carlos Tevez, Man of the Match. Dann Yaya Touré in Form. Thomas Müller und Alexis Sanchez. Jungs, Thomas Müller sieht natürlich nice aus. Alexis Sanchez ist auch gar nicht so schlecht. Yaya Touré in Form wäre auch. Eigentlich sind die übelst krank oder Carlos Tevez als Man of the Match und ich muss ehrlich sagen, ich würde mal gerne Müller ausprobieren. Ich habe ihn im Team und habe aber wirklich noch nie viele Spiele mit ihm gemacht. Thomas Müller als Stürmer wäre eigentlich ganz geil, aber schreibt mal rein, wen ihr genommen hättet. Wir nehmen jetzt hier heute Thomas Müller. Thomas Müller wird hier also unser Kapitän sein, der hoffentlich unsere Mannschaft heute zum Sieg führen wird. Natürlich der Team of the Season und ich bin ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall keine schlechte Wahl war. Wäre da irgendwie Tevez oder so Team of the Season, dann würde ich glaube ich Tevez nehmen, aber Thomas Müller ja war eigentlich der Beste mit Alexis Sanchez, De Bruyne. Es war wirklich sehr, sehr schwer und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt, wer unser erster Torwart sein wird und da der FootDraft glaube ich nur aus Goldspielern besteht oder ja, er wird auf jeden Fall so angepriesen. Dann nehmen wir natürlich auch nur Goldspieler. Das ist, denke ich, viel interessanter für euch. Und so, der erste Torwart für heute könnte sein Ricardo Handanovic, Mandanda, Mondanda von Marseille, Subasic oder Ruffier. Und da bleibt mir eigentlich keine andere Wahl. Das ist die einzige. Und das ist Mandanda, den wir natürlich hier im Tor haben wollen und sehen wollen. Ich glaube, ihr hättet auch keinen anderen sehen möchten. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Innenverteidiger. Ich hoffe, dass es uns genauso gut treffen wird. Aber wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie wir die Chemie irgendwie verpacken. Ob wir da wirklich auf die Chemie achten oder kranke Spieler nehmen. Gut, die ersten fünf sind Sokratis, Vidic, Naldo, Hövedes und Dante. Ich kann wirklich jetzt frei auswählen, einfach den besten Innenverteidiger. Sokratis ist eigentlich ein absolutes Biest, genauso wie Naldo. Viel Chemie kriegen wir jetzt nicht mit Mandanda, Mondanda und Bundesliga ist eigentlich egal, deswegen nehmen wir einfach Sokratis. Wir haben unseren ersten Innenverteidiger und das ist Sokratis, ein absolutes Monster in der Innenverteidigung, ja. Schaut euch mal die Werte an, 78 Tempo, 84 Defending und 82 Physical, also das hat uns gar nicht so schlecht getroffen. Jetzt als zweiten Innenverteidiger vielleicht so ein Perrin oder so, Team of the Season, wäre optimal von Saint-Étienne oder so, wäre geil, aber ich glaube nicht, dass der FIFA-Gott unsere Gebete erhört. Mal gucken, wir lassen uns überraschen und okay, unsere ja, fünf Verteidiger sind einmal Koscielny, Vidic, Maicon, Caceres und Dante. Da bleibt mir eigentlich, obwohl Dante ein Bundesliga-Link oder gehen wir auf Koscielny. Ich würde sagen, wir nehmen Koscielny für Mondanda, damit der noch ein bisschen Chemie bekommt. Laurent Koscielny jetzt hier mit seinem 82 Tempo auch natürlich sehr, sehr gut am Start. Unsere Innenverteidiger sind auf jeden Fall schon mal richtig biestig und unser Torwart natürlich ohne Frage. Gut, gehen wir jetzt mal auf unseren Linksverteidiger. Wäre natürlich optimal, wenn wir jetzt irgendeinen aus der Bundesliga bekommen würden. Alaba oder so. Könnte sein, könnte vielleicht sein. Wir lassen uns überraschen. Und der Linksverteidiger heute ist vielleicht Jefferson, vielleicht Bernat, vielleicht Kurs Schava, der auch einen Inform bekommen hat. Philippe Luis
oder Moreno. Also Felipe Luis ist ziemlich stark, aber ich würde schon eher auf Bernat tendieren. Ich habe mich für Juan Bernat entschieden, denn wir brauchen einen Bundesliga-Link und das passt eigentlich ganz gut. Ich meine, Bernat ist auch ein richtig guter Außenverteidiger. Wie Bayern einfach jetzt auch gegen Leverkusen mit keinem richtigen Innenverteidiger gespielt hat, Alaba, Lahm und Bernat da in der Dreierkette, und die haben trotzdem einfach so gut gespielt. Und jetzt Coman wurde ja jetzt auch ausgeliehen mit Kaufoption von Juve, also übelst krass. Und Dortmund ist auch natürlich auch einfach nur stark, ne? Wie viele Tore die jetzt schießen, aber was laber ich eigentlich? So, das juckt, glaube ich, keinen. Wir kommen jetzt zu unserem Rechtsverteidiger, hoffentlich vielleicht jetzt hier auch aus der Premier League einer dabei. Oh, da kommt Farbe rein. Oder auch vielleicht Walker oder Rafinha. Rafinha, Walker, Verhaag, Figueras und Martinez. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, der lieber die Farbe dann nehmen würde. Aber Walker ist ein absolutes Außenverteidiger-Monster. Ja, und ich, ja, wir bekommen ja dann keinen Link hier für Verhaag und Figueras. Deswegen nehmen wir Walker. Ist, glaube ich, die schlauste Lösung. Kyle Walker jetzt hier als Rechtsverteidiger. Man munkelt ja, dass er angeblich der beste Außenverteidiger in FIFA 15 ist. Und so spielt er sich auch wirklich. Also, Verhaag, tut mir leid, dass wir ihn nicht genommen haben. Hätten wir Sokratis, obwohl wir könnten Sokratis auch umstellen, aber das ist jetzt zu spät, weil wir uns ja für Bernat entschieden haben. In FIFA 16 wird es ja auch der Fall sein, dass man die Position immer noch tauschen kann. Das heißt, wir könnten theoretisch auch so spielen, aber das macht ja jetzt keinen Sinn. Und deswegen, ja, kommen wir zu unserem Mittelfeld. Würde ich sagen, fangen wir hoffentlich jetzt hier mit einer Bundesliga-Reihe an. Komm, bitte EA, bitte FIFA, gibt uns jetzt hier irgendeinen aus der Bundesliga, der auch krank ist. Luis Gustavo oder so wäre optimal. Oder Gündogan. Ja, okay, es ist Bade, Eriksen, Wilshere, Gündogan und Kroos. Wir könnten allerdings Eriksen holen und den dann auf rechts packen. Könnten wir machen und hoffen, dass Gündogan als nächstes nochmal kommen würde. Also, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auf geile Chemie gehen oder... Pinke Spieler, wir nehmen Eriksen. Ich habe mich jetzt für Christian Eriksen entschieden. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Fehler war, aber ich will unbedingt mal mit ihm spielen, und wir können ihn, wie gesagt, umswitchen auf die rechte Seite, damit Walker natürlich auch einen perfekt Link bekommt. Koscielny, ja, okay, kommt jetzt auf 7 Chemie, ist jetzt nicht wirklich schlimm, ist jetzt kein Beinbruch. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dem letzten Zentralmittelfeld einen Gündogan erhalten. Wäre natürlich optimal, oder dann im ZOM könnten wir natürlich dann auch wieder die Spieler tauschen. Aber ich hoffe mal, dass Gündogan jetzt nochmal kommt. Bitte, bitte, wir haben gepokert, und haben wir richtig gepokert, tatsächlich. Aber wir haben auch noch Ronaldinho, Iniesta, Pirlo und Boateng zur Verfügung, und ich würde sagen, wir nehmen Gündogan. Tut mir leid, Ronaldinho. Ah, ich weiß nicht, es war wirklich schwer. Also Ronaldinho hätte ich mir auch gewünscht, ne? Aber vielleicht konnte er nochmal im ZOM. Wäre aber optimal, wenn wir vielleicht jetzt noch einen Götze oder so für Müller bekommen. Also man muss wirklich taktisch rangehen. Ich will das Ding natürlich auch nicht verlieren. Und ja, jetzt bekommt Gündogan auch die gute Chemie. Sokratis hat jetzt auch 7. Also ist jetzt ganz okay, sage ich mal. Wollen wir jetzt mit unseren Außen anfangen oder mit unserem ZOM? Ich glaube, wir schließen erstmal das Mittelfeld ab. Und dann gucke ich mal, wer uns da erwarten wird. Vielleicht ein De Bruyne oder so. Wäre natürlich optimal. Lassen wir uns überraschen. Und der ZOM für heute könnte Xavi sein. Zurutuza, Fekir, Payet, Team of the Season oder Luis Holpi. Luis Holpi würde die Chemie einfach nach oben pushen. Aber Payet ist einfach ein absolutes Tier. Das muss man sagen. Holpi oder Payet, das ist jetzt gerade die Frage. Ich entscheide mich für Payet. Ich glaube, viele von euch hätten sich jetzt vielleicht doch für Luis Holpi entschieden. Denn das wäre natürlich hier perfekt, weil die Deutschen ja Gündogan und dann Müller auf perfekte Chemie kommen. Aber ich muss sagen, Payet ist wirklich in FIFA 15 ein absolutes Biest. Das ist natürlich auch immer das Spannende bei FootDraft. Also man weiß wirklich nie, wen man jetzt nehmen soll. Und ja gut, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass auf links außen irgendein Deutscher ist. Vielleicht Marco Reus, das wäre optimal. Aber ich glaube, wir schließen erstmal die Premier League-Seite ab. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ja ein Lionel Messi oder Bale. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Schauen wir mal. So, unser rechter Flügel wird heißen. Sydney Sam, Cuadrado, Tello, Florenzi und Kereshma, Futi. Ey, okay. Cuadrado hat ja auch 5 Sterne, ja? Aber Kereshma, ne?
ist auch ein absolutes Biest. Auch wenn er jetzt nicht auf volle Chemie kommen würde. Quadrado würde auch nicht auf volle Chemie kommen. Deswegen, Jungs, Kereshma. Scheiß drauf, Jungs. Ich habe mich jetzt für Kereshma entschieden. Der eine oder andere würde jetzt sagen, oh Gott, Junge, bist du behindert. Aber Quadrado würde auch nicht auf volle Chemie kommen. Deswegen juckt das, glaube ich, auch nicht. Ich hoffe auf Marco Reus, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, unser Linksaußen für heute. Der letzte Spieler im Team wird entweder Gomez sein, Gervinho, Bolasi oder Muniain oder Mahrez von Leicester City. Und da bleibt mir eigentlich auch nicht viel über. Wir nehmen einfach Bolasi. Wir nehmen einfach Bolasi, ja. Wir können jetzt keinen Bundesligaspieler reinpacken. Ja, wenn wir die ganzen, wenn wir die beiden Spieler tauschen einfach, Bolasi und Kereshma, dann kriegen wir sogar einen Chemiepunkt mehr, weil Eriksen dann auf 10 Chemie kommt. Ich glaube, das lassen wir so. Und das ist unser Footdraft-Team. Eigentlich richtig nice. Ich würde sagen, damit spielen wir natürlich jetzt. Auf geht's, Kereshma, Bolasi, Five-Star Skiller. Jetzt erwarten natürlich viele von mir Skills. Natürlich treffen wir jetzt auf einen richtig guten Gegner, aber wir haben natürlich auch ein übelst krasses Team. Nur die Chemie ist jetzt nicht die beste. Okay, er hat eine 89er Gesamtwertung und er hat einfach eine 3-4-1-2-Formation mit Reus, Futti und Müller im Sturm. Und dann natürlich überall Special Cards und Neuer im Tor. Natürlich Tempo und die 5-Star Skills am Start. Schön gemacht. Bolasi jetzt. Reinziehen, Bolasi. Und das wär's. Müller jetzt. Thomas Müller am Start. Müller macht den Müller hier. Übersteiger, zack. Und er kommt noch durch. Aufpassen, jetzt müssen wir aufpassen. Und Müller macht das 1-0 für ihn. Komm, Eckball Eriksen. Wo ist Koscielny? Nein, nicht Bolasi. Doch, Bolasi, der kann es auch mit dem Kopf. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal, Bolasi einfach mit einer Ecke, mit einem Kopfballtor zum 1-1. Das ist natürlich nicht so geil und keiner greift an, aber Mondon da kann natürlich parieren. Jetzt müssen wir aufpassen, der kann nämlich auch schießen und ich hab's gesagt und ja, da macht er das 2-1, ich weiß jetzt nicht, wer das war. Nochmal weiterspielen jetzt auf Müller, Thomas Müller, Thomas Müller hat die Chance und da kommt so ein Schuss bei rum. Wir hätten einfach sweaten können, aber egal. Das war abseits. Was macht er da mit seinem scheiß Torwart? Der regt mich sowas von hart auf. Komm, jetzt hol dir den verfickten Ball, Bolasi. Schön, jetzt der Pass, Payet. Payet, der muss reingehen. Und da ist das 2-2. Was für eine dumme Aktion von dem Typen. Ich habe keine Ahnung. Er hat die ganze Zeit hinten rumgespielt. Und dann muss halt sowas bei rumkommen. Ich habe keine Ahnung, was er da mit Neuer gemacht hat. Bolasi holt sich einfach den Ball. Und Payet kann das 2-2 machen, Jungs. Okay, okay, okay. Und jetzt läuft er einfach durch. Oh mein Gott, Mann. Er läuft einfach wieder durch. Anstoßtrick und macht das 3-2. Warum passiert uns das immer in der 90. In der 90. Minute kassieren wir das Ding. Wir müssen ihn jetzt nochmal bestrafen. Außen steht Bolasi. Bolasi, jetzt hau ihn rein. Oh mein Gott, das 3-3. Bolasi, der Typ ist auch so krank. Zum 3-3. Wir treffen noch in der Verlängerung. Ich weiß nicht, wie lange der Schiedsrichter überhaupt nachspielen lässt. Aber lang genug, um jetzt hier tatsächlich noch den Ausgleich zu erzielen. 3-3, es geht in die Verlängerung. Hä, was macht der da? Was zum Fick macht der da? Ich habe keine Ahnung. Gündogan jetzt die Chance. Und ja, danke fürs Tor. Wie dumm ist unser Gegner? Ich habe keine Ahnung. Es stand 3-3. Gündogan schnappt sich den Ball, macht das 4-3. Und jetzt spielen wir das aus. Müller ist durch. Müller ist durch. Müller ist durch. Zack, einmal abgestoppt. Und er macht das 5-3. Naja, was heißt abgestoppt? Er ist einfach vorbeigegangen. Okay, Payet, vielleicht kriegt er jetzt nochmal die Chance. Einmal zack, abstoppen. Und da schiebt er den Ball zum 6-3 ein. Also ganz ehrlich, mein Deutsch ist heute auch Katastrophe. Tut mir leid. Und jetzt gibt er auf. Alter, der Typ, na, was ist das für ein Gegner gewesen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Was mit dem, wie dumm. Ich meine, er hatte noch voll die gute Chance gehabt, uns zu zerstören. Aber er hat die einfach so weggeworfen. Das soll uns natürlich nicht stören. Wir gewinnen also 6-3 und ja, richtig krankes Spiel. Ich finde, das Team hat gezeigt, dass man auch ohne Chemie wirklich gut spielen kann. Ich meine, 65 Chemie ist jetzt auch keine Katastrophe, aber gegen so ein Team sind wir trotzdem angekommen. Und Freunde, das war's von Footdraft in FIFA 15. Für mehr, ja, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Vielleicht schaffen wir 850 Likes. Ich würde mich freuen, morgen dann die Spieler-Ratings, die offiziellen. Lasst eine Bewertung da. Günstige Coins in der Beschreibung, falls ihr mich unterstützen möchtet oder FIFA 16 vorbestellen, findet ihr alles in der Beschreibung, Facebook, Instagram und dann würde ich sagen, macht's gut Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.